Von der Idee bis zur Realisierung sind 2 Jahre vergangen. Heute Nachmittag wurde das sogenannte Storkhaus in Reiding eröffnet. Auf Initiative des in Reiding und Tokio lebenden Kulturjournalisten Roland Hagenberg bauen japanische Star-Architekten Gästehäuser in der mittelburgenländischen Gemeinde. Das erste dieser Häuser ist fertig und es bietet Platz für 4 Personen und eine Storchenfamilie. Das ist es, das Storkhaus mitten in Reiding. Im Juni wurde mit dem Bau begonnen, nun können die ersten Gäste hier übernachten. Nach Entwürfen des japanischen Architekten Terunobu Fujimori entstand auf 5x5 Metern Grundfläche ein innovatives Häuschen aus Holz, Ziegel und Stroh. Bei den letzten Arbeiten in den vergangenen Wochen hat der Architekt sogar selbst Hand angelegt. Mein Haus lässt Japan und das Burgenland etwas näher rücken. Symbol dafür ist der Storch. Störche gibt es hier und in Japan. Vielleicht siedelt sich im Storchennest eine Familie an. Und außerdem gab es einst in Japan und im Burgenland strohgedeckte Häuser. Ich freue mich, dass ich das Storchhaus bauen durfte. Auf dem Dach ist Platz für eine Storchenfamilie. Und im Häuschen können 4 Menschen wohnen. Burgenländische Eiche bei Möbeln und Fußboden sorgt für wohlige Wärme. Die Ausstattung selbst ist reduziert auf das Wesentliche und entspricht damit der japanischen Lebensart. Herr Fujimori, der Architekt dieses großartigen Gebäudes, ist ja bemüht, hier Natur und Architektur in Einklang zu bringen und hier Wege zu beschreiten, wie sie gerade in der Moderne der Architektur des 20. Jahrhunderts nicht beschritten wurden. Und ich glaube, wir brauchen heute auch wieder einen neuen Ansatz, den Menschen in den Mittelpunkt von Architektur zu stellen. Das ist eine wunderbare Mischung aus japanischer und burgenländischer Architektur. Das Haus gefällt mir, wobei ich denke, es war nicht einfach, das Projekt zu realisieren. Das ist ein gutes Zeichen fürs Burgenland, neue Wege zu gehen und mit neuen, ungewöhnlichen Arbeitsangehensweisen was Neues zu kreieren. Das Storkhaus in Reiding darf sicher als die momentan im Burgenland angesagteste Gästeunterkunft bezeichnet werden. Nächstes Jahr soll das zweite von insgesamt 10 Häusern realisiert werden.